Mein Name ist Boris Entrop und ich bin exklusiver Make-up-Artist von Maybelline New York. Und ich bin heute hier für DKMS Live und neben mir sitzt die Lisa. Und mit Lisa werde ich heute ein wunderbares, tolles und vor allem inspirierendes Make-up machen, hoffentlich. Ja, das hoffe ich auch. Das hoffst du auch? Ja, okay, natürlich. Ich habe angefangen mit einer Gesichtsreinigung, Gesichtswasser, und danach habe ich dir eine tolle Gesichtsmassage gegeben, oder? Oh ja, immer wieder gerne. Und natürlich mit einer schönen reichhaltigen Feuchtigkeitscreme, denn umso gleichmäßiger sich die Haut anfühlt, desto einfacher ist es, Make-up, Flüssig-Make-up oder auch Puder-Make-up auf das Gesicht aufzutragen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. So, also Foundation flüssig und du nimmst immer Puder, richtig? Genau, oder halt flüssig, je nachdem wie die Haut ist, weil die verändert sich natürlich. Entweder sind es halt Flecken oder es wird halt ein bisschen gelblich. Wie du das ausgleichen kannst, am besten A, wenn du möchtest, mit einem flüssigen Make-up. Ich habe hier Better Skin Make-up, da kannst du einfach mal schauen. Ganz wichtig ist immer zu gucken, okay, du hast hier eine leicht rötliche Haut, du hast hier eine schön beige Haut, und wenn du dann eben diese leicht gelblichen Partien hast, dann schau mal, dass du du musst das Make-up wie ein Filter über die Haut legen. Das heißt nicht, dass du so eine richtig dicke Schicht machen musst, weil das wäre nicht wirklich schön. Also ich zeige dir das wie ein zweites Mal eincremen. Also, schau hier einmal unter dem Auge. Du nimmst ein Flüssig-Make-up in deinem Hautton. Ganz wichtig, einfach zu schauen, dass es wirklich passt. Du probierst es nicht am Puls aus, du probierst es auch nicht auf dem Handrücken aus, auch nicht auf dem Dekolleté, sondern einfach, dass die größte Fläche ist deine Wange, und da probierst du den Farbton aus. Du merkst ganz schnell, ob das das Richtige ist, weil wenn sich das nicht ordentlich verteilen lässt, hast du nachher irgendwo Ränder, die schauen nicht gut aus. Also das darfst du nicht machen. Ganz wichtig, nicht nur immer alles verstecken, sondern betonen. Betonen ist eine ganz wichtige Sache. Also nicht immer nur darauf gehen, das stimmt nicht, das ist nicht das Richtige, das müsste anders sein, sondern wenn die Augenfarbe toll ist, dann betone ich die Augenfarbe. Wenn ich tolle Lippen habe, betone ich natürlich die Lippen. Weil umso mehr ich probiere, ausgleichend zu arbeiten, das braucht viel, viel Zeit und viel Konzentration. Und dann habe ich nachher nur für die schönen Sachen weniger Zeit. Also erst das machen, was mir gefällt, und den Rest ganz schnell, ganz zum Schluss. Auf der Nase klopfend arbeiten, weil dort das Make-up nie so gut und richtig hält. Und dort einfach das Make-up drauflegen und mit den Fingern schön verteilen. Concealer ist ein hochpigmentiertes Make-up. Damit kann ich kleine Schattierungen gerade unter dem Auge, aber auch Highlights auf dem Nasenrücken, auf den Wangen und zwischen den Augenbrauen machen. Also, wie das geht, zeige ich euch. Bisschen was auf den Handrücken geben und dann einmal nach oben schauen. Das macht müde Augen wieder munter, und Schattierungen unter dem Auge gehen damit ganz einfach weg. So, auf den Nasenrücken hier ein paar Tupfer drauf geben und dann mit dem Finger schön einblenden. Was ich jetzt mache, gerade weil du keine Haare außenrum hast, nur ein Bandana, das heißt, du hast eine harte Linie hier, möchte ich dein Gesicht ein bisschen einschattieren. Das gibt dir mehr Struktur im Gesicht, es schaut frischer aus, und ich kann mit der Schattierung hier einmal deine Augen auch toll betonen. Und was du auch machen kannst, wenn du zum Beispiel ein Pink nimmst, schaut immer frisch aus. Das setzt du dann auf den höchsten Punkt des Wangenknochens. Musst du gar nicht, du hast eine sehr schön durchblutete Haut. Das ist schon auch bitteschön. Dann nehme ich mir, also hier ist der Anfang vom Ohr, und dann habe ich hier eine Linie zum Nasenwinkel. Das ist der höchste Punkt des Wangenknochens. Also ich setze die Schattierung hier einmal unter dem höchsten Punkt des Wangenknochens an. Noch sieht man hier die Linien, und dann nehme ich nur einfach meine Finger und arbeite das richtig unterhalb des höchsten Punktes des Wangenknochens in die Haut mit ein. Umso softer und weicher wird das Ganze, so besser könnt ihr hier eure Gesichtsform optimal zur Geltung bringen. Was hältst du von den Farben? Sie sind sehr gut. Smoky Eyes? Oh ja. Oh ja. Dann habe ich schon das Richtige rausgesucht. Du hast ist ganz großartig,
weil das so schöne, also eine tolle, intensive Augenfarbe. Und du kannst ja jetzt, weil du keine langen Haare hast, sondern mit dem Bandana, kannst du ja fast jede Lidschattenfarbe tragen, die du möchtest. Weil wenn du einen orangenen Bandana drauf machst, kannst du wieder ganz andere Farben nehmen. Also, hast du wesentlich mehr Freiheit, als wenn du eine Haarfarbe hast. Ich mache jetzt nicht 1, 2, 3, 4, sondern ich gehe erstmal mit dieser Farbe. Also ich nehme hier diesen Applikator und dann gehe hier wirklich mal direkt am Wimpernkranz entlang. Wähle da eine dunkle Farbe aus. Das macht deine Wimpern dichter oder du kannst deine Wimpernlinie so betonen, als ob die Wimpern da wären. Okay? Einmal Augen zumachen bitte. So, hier immer, ich arbeite gerne tupfend. So kannst du die Intensität, also wie krass oder wie intensiv die Farbe ist, perfekt bestimmen. Also, was mir wichtig ist, gerade bei dem dunkleren Ton, ist einmal, dass beim geöffneten Auge Lidschatten zu sehen ist. Das formt einmal das Auge, macht das Auge größer und ich lasse den Lidschatten im Inneren, 1 Millimeter vor dem inneren Augenwinkel anfangen und gehe einmal bis zum äußeren Augenwinkel. Das macht Augen schön groß und setzt deine eigene Augenfarbe perfekt in Szene. Und jetzt gehe ich mir hier einfach mit dem Pinsel einmal die äußeren Linien entlang und mache die ein bisschen softer, weil es sollen ja Smoky Eyes werden. Jetzt ein Highlighter, also ein reflektierender Farbton als zweiten Farbton dazu. Den setze ich mir hier in den inneren Augenwinkel. Das gibt dem Auge richtig schön viel Strahlen. Und öffnet nochmal das Auge. Um den Augen noch mehr Glamour zu geben, setze ich direkt in die Lidfalte einen ganz, ganz dunklen Ton. Wenn die Wimpern ausgefallen sein sollten, einmal Augen schließen, mit der dunklen Farbe direkt am Wimpernkranz, also könnt ihr fast einen dunkelbraun oder einen schwarz nehmen, direkt am Wimpernkranz hier eine Schattierung setzen. Das füllt die Wimpern optisch einmal auf oder gibt vor, dass Wimpern da sind. Umso weniger Wimpern da sind, desto dunkler am Wimpernkranz mit Lidschatten arbeiten. Bei dir sind deine Wimpern ja wieder da. Es gibt ja welche, die haben keine Wimpern mehr. Und da kann ich zwei Sachen empfehlen. A, mit der Schattierung wirklich einmal um das Auge herum so dunkel wie möglich eine Schattierung zu setzen. Was ich jetzt hier auch gemacht habe, aber das könnt ihr ruhig noch intensiver machen. Was ihr da noch zusätzlich machen könnt, ihr könnt im inneren Auge zum Beispiel, nehmt ihr so ein Kajal, richtig schön weich und ölig muss der sein, das pflegt das Auge auch nochmal und könnt auf der Wasserlinie innen und auch mal, das ist ein bisschen schwieriger aufzutragen, aber das funktioniert so gut, einmal das Lid ein bisschen anheben und dann unten rein hier einmal, aber in braun, nicht in schwarz, weil das verkleinert das Auge sonst, würde ich unten rein hier einmal eine Linie ziehen. Und dann mit dem Wattestäbchen diese Linie, da wo normalerweise die Wimpern rauskommen, leicht verwischen mit dem Wattestäbchen. Das gibt euch die Optik, als ob noch Wimpern da wären. Umso dunkler ein Augen-Make-up ist, desto weniger sieht man die Wimpern. Und wenn keine Wimpern da sind, könnt ihr trotzdem ein dunkles Augen-Make-up machen. Und das ist, glaube ich, um dagegen zu wirken und um das ein bisschen zu kaschieren, genau das Richtige. Wenn nur noch ein paar Wimpern da sind oder schon wieder ein paar, nehmt ihr euch einen Mascara, eine ganz kleine Bürste und dann geht ihr immer richtig an die Ansätze. Das heißt, dass ein bisschen was auf die Haut vom Mascara draufkommt, das verdichtet einmal die Wimpernlinie und lässt die Wimpern so ausschauen, als ob richtig viel da ist. Einmal nach oben schauen, ich zeige euch mal, wie das geht. Hier sind ein paar Wimpern schon da bei der Lisa und die wollen wir natürlich, die möchte ich so natürlich wie möglich betonen. Und damit kann ich mein Augen-Make-up natürlich nochmal
intensivieren. Ja. Und immer wieder Mascara aufnehmen. Und hier richtig dran gehen. Zack, 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 zack. Und dann einmal richtig an die Haut rangehen. Das verdoppelt, verdreifacht eure Wimpern, wenn noch welche da sind. Wenn nicht, eine leichte Schattierung genau dorthin setzen, wo die Wimpern normalerweise rausgekommen sind. In einer schönen dunklen Farbe. Umso dunkler die Farbe gewählt wird, desto größer der Effekt. Wer gut in Eyeliner malen ist, kann einen ganz, ganz feinen Eyeliner einmal ziehen. Wichtig, vom inneren Augenwinkel bis zum Ende des Augenwinkels. Maximal 1 mm. Da gibt es einen Eyeliner mit so einer Filzspitze. Die gibt es in unterschiedlichen Farben. Ich würde vielleicht nicht gleich schwarz nehmen. Da gibt es ein Grau und ein Blau, das ist super trendy. Oder auch ein Braun. Das wird wesentlich, wesentlich zurücknehmender. Und die Linie wird nicht so hart. Dann einfach mit Lidschatten oben drüber malen, in einem schönen satten, in einem braun, in einem grau oder in einem schwarz. Und schon habt ihr eure Wimpern wieder da. Wow, wenn du das sehen könntest. Später. Schon aufgeregt? Ja. Nach unten schauen bitte. Und hier gehe ich nochmal mit einer zweiten Schicht wirklich auch an die Ansätze ran. Und das gibt einfach einen großartigen Effekt. Den kriegst du erstmal als Must-Have mit nach Hause. Dankeschön. Den kennst du auch schon, hast du das? Klar. Klar. Wenn ihr keine Augenbrauen mehr habt, gibt es ein paar echt gute Lösungen. Ja, ihr könnt einmal mit einem Augenbrauenstift das richtig schön plakativ nachmalen. Dann mit einem Augenbrauenbürstchen einfach so tun, als ob Augenbrauen da wären und diese Linien richtig schön soften. Zweite Möglichkeit ist, weil es relativ schwierig ist, die Augenbrauen gleichmäßig hinzubekommen, gleich lang, in der gleichen Höhe, im gleichen Abstand. Ich zeige euch einmal, wo Augenbrauen anfangen sollen und wo sie aufhören sollen und wo der höchste Punkt ist. Ich nehme hier einmal einen Stift und dann verbinde ich den Nasenflügel mit dem inneren Augenwinkel. Okay? Hier fängt optisch eine Augenbraue an. Dann einmal Nasenflügel durch die Mitte von der Pupille. Hier sollte der höchste Punkt einer Augenbraue sein. Nasenflügel, äußere Augenwinkel. Hier hört eine Augenbraue im besten Falle auf. Wer sich ganz schwer tut, es gibt Schablonen in den unterschiedlichsten Formen. Also es gibt 8 bis 10 unterschiedliche Augenbrauenformen. Es gibt Schablonen, die halte ich mir dann hier drauf und dann einfach mit braunen Lidschatten oder Augenbrauenpuder nachzeichnen. Das funktioniert sehr gut. Man muss ein paar Mal ausprobieren, welche Höhe, was schaut gut aus. Aber das mit ein bisschen Übung kriegt man das ohne Probleme hin. Dann ein Augenbrauenkiel. Das ist hier schon die ersten Augenbrauen wieder. Und ich möchte nur ganz zart zu dem heftigen Augen-Make-up, möchte ich hier ganz zart die Augenbrauen betonen. So, liebe Lisa. Jetzt bekommst du noch den letzten Schliff. Dann sind wir auch schon fertig. Ich bin gespannt auf deine Reaktion. Dann lasse ich dich einmal kurz schauen. Gespannt? Ja. Willst du sehen? Nee, ich gehe jetzt nur nach Hause. Dann, bitte schön.